Schrein in der Nähe? Boah, das kam doch jetzt urplötzlich. Lol. Und wir laufen direkt drauf zu. Ach, das war der, den ich gehört habe da in... in der 225. Folge. Sag bloß, der ist da hinten. Oh, hier ist eine Truhe. In dir befindet sich... noch ein Diamant vielleicht? Ne, ein Königsbogen. Aber keiner, den ich aufheben will. Ja, da hinten ist ein Schrein, aber... hä, hier auch? Da oben? Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass ich einen ganzen Schrein übersehen habe. Und wisst ihr, was mich jetzt schockiert? In der Bearbeitung? Ich habe gerade bemerkt, ich habe diesen Berghang im Stream dann 45 Minuten, eine Dreiviertelstunde lang, abgesucht. Ich zeige euch das mal hier eben im Zeitraffer, während ich weiterrede. Vermutlich habe ich das gemacht, weil ich nicht schon wieder einen Schrein nicht gefunden haben wollte. Ihr müsst euch vorstellen, der Schrein aus der letzten Folge war ja, den habe ich im ersten Stream gefunden und das hier war zum zweiten Stream. Und ich wollte nicht schon wieder bei einem Schrein aufgeben müssen. Ja nun, ich habe letztendlich aufgegeben, aber ey, der Schrein ist auch echt fies. Ja, yeah, ihr werdet es ja gleich sehen. Jetzt seht ihr erstmal das verzweifelte Ende von ungefähr 45 Minuten Suche an einem einzigen Berghang. Okay, ich habe das Gefühl, mir bringt's eh nichts, wenn ich weiß, wo der Schrein liegt. Aber einfach nur aus Neugierde möchte ich jetzt trotzdem mal gucken, wo genau der liegt. Und deswegen google ich das jetzt. Ich sehe jetzt hier auf der Karte, wo er liegt. Und er liegt laut der Karte genau hier. Nein, das wollte ich nicht. Er liegt genau... ups, nicht du. Hier. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass er da liegt, kann ich auch den da machen. Ich werde jetzt zu diesem Ort gehen und schauen, ob da was ist und wenn ich da nichts finde, dann mache ich mich wieder an die Krugsamen und schaue irgendwann anders nochmal hier vorbei. Ich glaube nicht, dass mir dieses Wissen irgendwas bringt. Fliegen wir nochmal nach oben. Ein bisschen einen wortwörtlichen Überblick verschaffen hier. Hier in der Felswand habe ich dann auch nichts übersehen, schätze ich mal. Nee. Gut, dann, so schwer es mir auch fällt, kümmere ich mich mal wieder um die Kruxam. Und wo war ich da stehen geblieben? Ungefähr hier. Dann machen wir uns mal wieder auf die Suche nach denen. So, und da wären wir jetzt dann auch an dem Ort, wo ich den Schrein von der Dingens da, den ich letztes Mal nicht gefunden habe, vermute. Irgendwas von wegen östlich der Hebraspitze. Und in der Nähe des Krogsamens da oben waren ja die Hinweise. Okay. Cool, cool. Oh. Oh? Ich bin verwirrt. Ah! Ich verstehe. Also, nein, offenbar nicht. Aber... so, einmal. Und... einmal möglichst nah dran. So, dass halt einfach, genau, zwei Säulen, sodass es hier eine möglichst Ebene wird. Ich glaube, so könnten wir das Problem lösen.
Und jetzt einfach einen Schneeball nehmen. Am besten einen großen, denke ich mal. Und den da runterwerfen. Und er sollte jetzt diese Türe da aufrollen. Bitte, 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 bitte. Hä? Tut er nicht? Schreine, ne? Ja, ich weiß, du Genie. Und ich sehe ihn aber nicht. Okay, neuer Versuch. Ich sehe aber auch gerade, hier liegen... Oh, nein, 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 nein. Bleib doch hier. Hier liegen... Oh, hier gibt's mehrere Wege nach Rom. Man kann den auch hier rumwerfen. Lebt er noch? Oh ne, ich glaube, er ist kaputt gegangen. Verdammt. So, dann einfach mal hier runter. Schauen wir, ob das funktioniert. Toll, ist schon wieder kaputt gegangen. Mann. Oder aber... Die sind nur kaputt gegangen, weil sie zu groß waren schon. Ich kann ja mal versuchen, einen kleineren da lang zu rollen. Vielleicht funktioniert das besser. Nein. Wenn ich es einfach von hier werfe, ist doch auch Blödsinn. Ah, nee. Vielleicht sollte ich es wirklich einfach nochmal mit einer großen Kugel versuchen. Vielleicht hat es ja beim ersten Mal einfach nur nicht geklappt, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne. Warte, könnte man die... Man könnte sie aber auch mit Stasis anhalten, oder? Ja, könnte man. Okay, wenn das scheitert... Was es jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr getan hat, dann hätte ich mich da in die Ecke gestellt und versucht, die mit Stasis anzuhalten. Also da vorne in diese Ecke. Aber nein, es hat funktioniert. Und wow, ist das eine epische Höhle. Und das ist dann wohl auch einer der kolossalen Knochen. Hebra-Riesenfossil, yep. Davon hat man mir erzählt, diese kolossalen Knochen befinden sich an dem Schrein, den ich nicht gefunden habe, hat man mir gesagt. Und die Schatztruhe auf der Karte lag tatsächlich richtig. Tokumo-Schrein. Ich denke mal, es ist ein Abholschrein, aber da ich das gerade in meinem Livestream aufnehme, mache ich das irgendwann anders. Mann, war der eine schwere Geburt. Boah. Und ohne Hilfe. Okay, vielleicht hätte ich ihn gefunden, wenn ich dann mal hier hingekommen wäre. Aber ja, man sieht, ich bin ein bisschen dran verzweifelt. Eventuell ganz minimal. Aber, lieber Vergangenheitsanonymous, diese Verzweiflung, die ist ja jetzt vorbei. Und wir gehen in der Aufnahme nun in den Schrein hinein. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nur ein Abholschrein. Um genau zu sein, bin ich mir nicht nur sicher. Ich glaube es. Ich hab's sogar mal irgendwo gesehen, auf irgendeiner Karte leider. Ja, ist auch keine Überraschung. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Tokumo. Du hast die Prüfung bestanden. Tokumos Segen. Ja. Kurz und schmerzlos. Wir sammeln die eine Truhe hier auf, beziehungsweise ihren Inhalt. Ein Königszweihänder. Ich habe sogar Platz dafür. Warte, was? Ich habe Platz? Tatsächlich. Dass ich das noch erleben darf. Ja, holen wir uns den Segen ab. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle Kisten in diesem Schrein. Ich warte immer noch auf diesen einen Schrein, der trollt. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Wir inhalieren das Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen.
So, dann bleibt jetzt tatsächlich noch eine Sache zu tun hier, glaube ich. Bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass ich das damals nicht im Stream gemacht habe. Das hier war das erste Riesenfossil, was wir entdeckt haben. Es ist jetzt lustigerweise das letzte, welches wir fotografieren und auch das letzte, was im Let's Play gezeigt wird. Aber ja, wobei das ist nicht so ganz richtig. In Folge 226 habt ihr technically dieses Fossil hier schon gesehen und... Oh, die schöne Musik hat aufgehört. Eishöhlenwalknochen speichern. Auch wenn das Bild jetzt wahrscheinlich super nichtssagend ist. Album. Habe ich noch? Sag mir bitte, dass ich es nicht gelöscht habe. Ja, genau. Gut, wir haben alle drei Riesenfossile damit fotografiert. Und ich würde sagen, wir haben doch ein bisschen Zeit in der Folge tatsächlich. Weswegen wir mal eben jetzt zum Stall von Maritta gehen und diese Quest abgeben. Die Quest der kolossalen Knochen. Und da stehen die drei Typen. Na, ich habe gehört, ihr wollt Bilder. Ich will die Kolosswahlknochen aus Elden sehen. Bitte sehr. Wie, man hätte die auch einzeln abgeben können. Scheinbar. Das ist wundervoll. Eine astreine Zeichnung. Ich habe das schon richtig hart gezeichnet, du. Damit müsste sich zeigen lassen, dass es ein Vulkanausbruch war. Bitte hilf auch meinen Brüdern. So, du willst zu gern Kolosswahlknochen aus Gerudo sehen. Ich hatte nur gerade überlegt, weil Kolosswahlknochen... Keine Ahnung, klingt irgendwie falsch. Ich traue meinen Augen nicht. Du kannst aber gut zeichnen. Ja, ja, ich bin begnadeter Künstler. Damit sollte es ein Kinderspiel sein, meine Theorie von der Dürre zu beweisen. Bitte hilf auch meinen Brüdern. Fehlst du noch du? Ich würde ja zu gerne Kolosswahl. Ich denke halt immer Kolossalknochen und nicht Kolosswahl. Habe ich das eigentlich die ganzen Jahre falsch gelesen? Heißt die Quest Kolosswahlknochen? Ich zweifle gerade ein bisschen an mir selbst. Aus Hebra sehen. Hier hast du. Frisch fotografiert. Gezeichnet. Unglaublich. Es ist fast, als wäre ich da. Jetzt kann ich bestimmt nachweisen, dass es eine Eiszeit war. Wer sagt, dass ihr nicht alle recht habt? Nicht zu glauben. Du hast Bilder... Zeichnungen. Aller drei Fundorte von Kolosswahlknochen. Ich kann dir gar nicht genug danken und hier ist deine Belohnung. Nice! Kann ich ja so viel mit anfangen. Ich werde dein Bild gründlich auf Beweise für meine Eiszeittheorie untersuchen. Wir haben ihm kolossale Knochen. Ja, nee, nicht Kolosswahlknochen. Okay, gut. Ich habe mich nicht jahrelang verlesen. Ich habe mal ein interessantes Theorievideo gesehen dazu. Über diese Kolossalwale, wie auch immer. Und irgendwie die Theorie war, einer ist der Windfisch, einer der... dieser Fliegende aus Skyward Sword und der letzte hat man einfach noch nirgends gesehen. War ein interessantes Video. Ich weiß sogar nicht mehr, von wem es ist. Vielleicht verlinke ich es hier in der Beschreibung. Ja. Außerdem frage ich mich, wie wir denen die Zeichnung gegeben haben. Stimmt, das wollte ich noch sagen. Weil wir haben es ja auf unserem Chica-Tablet. Aber gut, wie dem auch sei, das war's mit dieser Folge. Wieder ein Schrein mehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, Leute. Haut rein. Euer Anonymous.